Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zu unserer Neuheitenschau Herbst 2020. Das soll hier jetzt um New York Zoo gehen von Feuerlandspiele. Der Autor ist Uwe Rosenberg, da schlägt das Kennerspielerherz ja schon gleich mal höher. Und ist für 1 bis 5 Spieler, dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten. Ich pack das mal weg hier. Und sag gleich schon mal vorab, ich werde jetzt die Regeln nicht en Detail erklären, weil die sich von Spielerzahl zu Spielerzahl sehr unterscheiden. Aber ich gehe grundsätzlich darauf ein, wie das Spiel funktioniert. Was machen wir thematisch? Thematisch sind wir Zoodirektoren. Jede spielende Person hat hier so ein Zootableau vor sich. Und das Ziel des Ganzen ist es, als Baulöwe diesen gesamten Bauplan mit Gehegen und Attraktionen für die Zoobesucher zu füllen. Das hängt davon ab, wie viele SpielerInnen teilnehmen, wie groß der Park wird. Wenn wir jetzt zu viert spielen, haben wir hier ganz viel Grünfläche, die ist aber irrelevant, die spielt gar nicht mit. Es geht immer um dieses braune Baudings und das wird kleiner, je mehr Mitspielende am Tisch sind. Jede spielende Person bekommt jetzt hier so ein Tableau, das wäre jetzt eben 2-Spieler-Tableau oder 2-Spieler-Innen-Tableau. Da hat man relativ viel Platz. Das Tableau sagt uns hier gleich schon, mit welchen Tieren wir starten. Also in diesem Fall ein Erdmännchen und ein Känguru. Känguru-Erdmännchen. Und Shame on you, Feuerlandspiele. Känguru, Pinguin, Polarfuchs, Flamingo, die sind alle auf der Schachtel. Und das Erdmännchen, das hat es irgendwie nicht auf die Schachtel geschafft. Also es sind 5 Tiere im Spiel, 4 sind abgebildet auf der Schachtel. Das fanden wir irgendwie super komisch. Hingegen Respekt an Feuerland. Wir hatten nachgefragt, irgendwie auf Twitter, glaube ich, oder Instagram, weiß ich gar nicht genau. Die haben dann behauptet, das Erdmännchen sei da gewesen, sei aber zu schüchtern gewesen, als der Fotograf aufs Knöpfchen gedrückt hat. Und sei da dann eben schon weg gewesen und das sei der Grund. War irgendwie eine nette Konversation, aber irgendwie finden wir es voll strange, dass da 4 Tiere abgebildet sind, 5 aber mitspielen. Wie dem auch sei, lasst uns New York so spielen. Grundsätzlich funktioniert das so. Wir haben hier diesen Elefanten. Wir haben übrigens noch 1 oder 2 davon. Das ist ein Promo-Elefant. Der ist grundsätzlich einfach nur grau in der Schachtel und bei uns und den anderen Kollegen der Aktion Hoher Spielwert kriegt ihr den schönen bedruckten Elefanten. Der ist relevant für unsere Züge. Nämlich kann dieser Elefant, Reihe um am Zug sind, eine bestimmte Anzahl Schritte laufen. Also wenn wir zu dritt spielen zum Beispiel, dann kann der immer bis zu 3 Schritte laufen. Dann bleibt er stehen und definiert damit, was wir machen. Startfeld ist immer dieses hier, da ist ein roter Punkt drauf, den seht ihr jetzt wahrscheinlich im Video nicht. Da beginnt er und ich kann jetzt eben 1 bis 3 Schritte zurücklegen. Lege ich einen Schritt zurück, dann bleibe ich hier auf so einem Feld stehen, auf dem ein Puzzleteil zu sehen ist. Das ist ja das Rosenberg-Ding seit einigen Jahren, Puzzleteil. Bleibe ich da stehen, nehme ich dieses Puzzleteil und integriere das in meinen privaten Zoo. Wenn ich das tue, dann muss ich, da gibt es kein Drumherum kommen, sofort ein Tier, das ich in meinen Zoohäusern habe, dorthin platzieren. Oder aber ein Tier aus einem anderen Gehege auf das neue setzen. Dabei ist zu beachten, wenn da nur ein Tier steht, wie jetzt dieser Flamingo, jetzt setze ich das Teil rein, dann dürfte ich den nicht rüberstellen, weil ich freiwillig niemals diese Puzzleteile leeren darf, diese Gehege. Aber wenn ich jetzt eben ein Puzzleteil habe, da sind schon 2 Flamingos da, ein Gehege, dann kann ich mich entscheiden, ob ich aus meinen Tierunterschlupfhäusern oder so eins rübersetze oder ob ich sage, super, ich nehme hier eins aus einem alten Gehege und setze es in das neue Gehege. Definiere damit, dass das beides Flamingo-Gehege sind, denn die Tiere dürfen sich nicht vermengen. Flamingos und Kängurus, die passen nicht in ein Gehege. Thematischen Grund müsst ihr euch ausdenken, vielleicht verprügeln die Flamingos immer die Kängurus oder so. Auf jeden Fall ist es so, dass die Gehege artenrein gesammelt werden müssen. So, das passiert, wenn ich hier auf so ein
Feld mit Puzzleteilen laufe. Es gibt dann eine andere Art von Feld. Jetzt denkt ihr, es gibt zwei. Ne? Es gibt hier so rote und so blaue mit Tieren, aber das stimmt nicht. Felder, Lauffelder sind nur die mit den Puzzleteilen und die blauen Felder, an denen ich Tiere erwerben kann. Also wenn ich jetzt hier starte, 1, 2, 3 Schritte laufe, dann habe ich hier ein blaues Feld. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist ein Pinguin und ein Polarfuchs abgebildet. Und das bedeutet, ich darf mir sofort einen Polarfuchs und einen Pinguin aus dem Vorrat nehmen und in meinen Zoo integrieren. Was für ein Glück, ich habe hier ein leeres Gehege, denn ich habe hier nur 3 Häuser für Tiere und da passt jeweils genau ein Tier rein. Das heißt, ich müsste jetzt, nachdem ich den Pinguin da reingesetzt habe, hier keinen Platz mehr habe, den Polarfuchs irgendwo anders unterkriegen und das kann entweder ein leeres Gehege sein, wie ihr leere Gehege kriegt, erzähle ich später, oder aber ein Gehege, in dem ich schon Polarfüchse gesammelt habe. Ja, sagen wir, zack, wir haben das hier. Und ich bekomme jetzt eben einen Pinguin und einen Polarfuchs. Nehme ich mir den Pinguin, stelle den da in diese Hütten unter und zack, kommt ein Polarfuchs in das schon vorhandene Polarfuchsgehege. Da darf ich auch mehrere von haben. Ja, stellen wir den mal um. 2 Flamingo-Gehege ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt eben genau diese 2 Arten von Aktionen. Ich habe eine bestimmte Anzahl Schritte und damit kann ich immer entscheiden, möchte ich neue Gehege in meinen Zoo setzen. Wenn ich das tue, dann muss ich aber in der Lage sein, von irgendwo aus meinem privaten Vorrat, also aus diesen Häusern oder aus anderen Gehegen, Tiere reinzusetzen. Oder aber ich gehe auf so ein Tiervermehrungsfeld und bekomme dann entsprechend die Tiere, die dort abgebildet sind. Jetzt bin ich da, habe hier schon einen Pinguin, habe kein Pinguin-Gehege, jetzt könnte ich den Pinguin gar nicht nehmen. Den Polarfuchs, den immerhin kriege ich unter, weil ich Polarfuchsgehege habe. Und dann gibt es eben diese dritte Art von Feldern, das sind diese rötlichen oder braunen, die ich eben schon mal angedeutet habe. Die kann man nicht gezielt ansteuern, also ich kann mich da nicht hinstellen mit dem Elefanten. Aber immer wenn über diese Felder gezogen wird, dann wird für alle Mitspielenden eine Tiervermehrung ausgelöst. Das kennt ihr von Uwe Rosenberg ohnehin. Das, wenn da 2 Tiere mindestens in einem Gehege sind, dann erzeugen die Nachwuchs. Und jetzt bin ich hier über die Pinguine gelaufen, ist jetzt für mich ganz dumm gelaufen, aber genau, ne, starte ich hier, laufe hier hin, nehme dieses Plättchen. Dabei bin ich über das Polarfuchs-Vermehrungsfeld gelaufen und jetzt gucken alle Mitspielenden, ob sie ein Gehege haben, in denen mindestens 2 Polarfüchse drinstehen. Ist dem so, kommt in jedes dieser Gehege ein weiterer Polarfuchs hinzu. Es gibt dann für, das ist spielerzahlabhängig, für 1 bis 2 Spieler gibt es dann nochmal eine Bonusvermehrung. Also wir suchen uns dann jetzt noch ein Tier aus, das wir vermehren können. Aber grundsätzlich für mehr Mitspielende ist es so, dass wir eben da drüber ziehen, zack, dann wird das vermehrt, was vorhanden ist. Und dann ist rum. Es gibt noch eine weitere Sonderregel, nämlich, das seht ihr hier, seht ihr natürlich nicht, dass immer wenn haargenau ein Tier in ein Gehege kommt, dann der Seite, dann darf ich ein weiteres hinzustellen, wenn ich hier irgendwie im Vorrat eins habe. Ja? Also das sind alle Regeln. Ich bewege den Elefanten um eine bestimmte Anzahl Schritte. Dort, wo ich stehen bleibe, nehme ich mir entweder ein Puzzleteil und muss dann ein Tier reinsetzen oder aber ich kaufe Tiere ein auf dem Tiermarkt oder so. Und das Ganze machen wir, um unseren Zoo komplett voll zu puzzeln. In jeder Situation, in der es geschieht, dass ein Gehege komplett mit Tieren gefüllt ist. So, jetzt fehlt mir hier, könnt ihr natürlich nicht sehen, weil das so Puzzleteile sind, wenn sich alles zusammen puzzelt hier, aber das ist jetzt ein Puzzleteil mit 6 Teilen. Da habe ich momentan 5 Polarfüchse drin und wenn jetzt durch irgendeine Spielsituation, zum Beispiel, weil ich wieder hier drauf laufe, wo ich einen Pinguin bekomme, Mist, den kann ich nicht unterbringen, und einen Polarfuchs bekomme, dadurch ein Gehege komplett gefüllt wird oder durch die Tiervermehrung oder. Also immer wenn Tiere in Gehege kommen, wird geschaut, ist das Gehege dadurch komplett gefüllt. Ist dem der Fall,
Speziell dieses Sechsergehege ist voll. Entferne ich all diese Tiere aus dem Spiel. Ich kann, wenn ich Platz habe, eines dieser Tiere hier in so ein Häuschen setzen, um dann später eben wieder was zu haben, was ich von meinem eigenen Vorrat irgendwo reinpacken kann. Habe ich den Platz nicht, dann ist halt Pech gehabt, dann kriege ich den nicht zurück. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich kriege den zurück. Die anderen kommen alle aus dem Spiel und ich tausche diese Tiere gegen eine Attraktion. Das sind ja noch mehr Riesen. Was ist das hier? Eine Achterbahn. Die kann ich jetzt irgendwo in mein Zoo hineinpuzzeln, um den Platz zu füllen. Ziel des Ganzen ist es, komplett voll zu puzzeln. Wem das zuerst gelingt, der oder diejenige hat sofort das Spiel gewonnen. Es sei denn, das geschieht durch eine Tiervermehrung, weil die ja für alle Mitspielenden gleichzeitig ausgelöst wird. Dann gibt es halt einen Tiebreaker dafür, wer das Spiel gewonnen hat. Dann ist nicht automatisch die Person, die voll gefüllt hat, gewonnen, weil das können ja mehrere gleichzeitig sein. Genau, das ist das ganze Spiel mechanisch. Wie hat uns das jetzt gefallen? Da müssen wir einfach ehrlich sein. Ja, das ist ja irgendwie unser Anspruch, dass wir, auch wenn wir natürlich im Großen und Ganzen nur Spiele hier zeigen, die uns gefallen, weil wir ja Spiele verkaufen, müssen wir sagen, bei New York Zoo hat uns richtig gut gefallen für 2 oder 3 Spieler. Und zu 4 und zu 5 fanden wir es irgendwie nicht gut. Also eigentlich hätte unserer Meinung nach 2 bis 3 oder 1 bis 3 Spieler auf der Schachtel stehen müssen. Solo-Modus kenne ich jetzt nicht. Zu 2, zu 3 war es richtig schön, war schnell, knackig und gut runtergespielt. Zu 4 und zu 5, obwohl ja das Tableau kleiner wird, wird die Spielzeit exorbitant länger. Das liegt einfach daran, dass wenn ich am Zug bin, mir so Puzzle teilnehme, dann gucke ich natürlich ewig, wo kann ich das genau hinpuzzeln. Und die Regel sagt schon, dass, also quasi berührt geführt, ja, also wenn ich eins nehme und hinlege, dann muss ich das da liegen lassen, aber auch explizit, da gibt es so einen Marker, den habe ich jetzt nicht da, kann ich hier hinlegen und sagen, hier, ich bin gerade im Wartemodus und kann jetzt ewig so irgendwie rumgucken, wo passt was hin. Zack, tue ich das da hin, lege das Tier hier hin, bekomme dann irgendwie ein Bonustier, löst dadurch eine Tiervermehrung aus, kann dadurch eventuell das, ja, nicht entfernen, die Tiere entfernen und mir so ein Teil nehmen, überlege wiederum, wo ich das hinpuzzle. Und so kann es dazu führen, dass wenn wir zu fünft spielen, dass das einfach irgendwie 10 Minuten dauert, bis ich selber wieder an den Zug komme, weil da ja 4 andere sind, die genau diesen Riesenaufwand betreiben für effektiv maximal 2 Puzzleteile, die sie da hinlegen. Und das hat uns wirklich nicht gut gefallen. Also für das, was es ist, ist die Downtime bei größerer Spielerzahl viel zu hoch. Zu 2, zu 3 fanden wir es richtig genial. Also ein schönes, schnelles Puzzlespiel, das eigentlich null Interaktion hat, aber tatsächlich einen relativ starken Take-That-Mechanismus hat. Man kann sich super ärgern darüber, dass man guckt, ah, guck mal, der kann das Puzzleteil hier dringend brauchen, ich so gar nicht, aber ich kann ja einfach dann vorbeiziehen, kriege jetzt 2 Viecher und dieses Puzzleteil, das er da unbedingt braucht, dauert halt ewig, bis er da wieder rankommt. Ja? Und genauso kann man natürlich mit den Tiervermehrungen gucken, löse ich jetzt die Polarfuchsvermehrung aus und sie hier bekommt dadurch 2 so Attraktionen oder sage ich, nö, opfer doch selber deinen Zug für irgendwas, was du eigentlich gar nicht brauchst, damit du über die Vermehrung dann eben an die Attraktionen rankommst, die definitiv notwendig sind, um den Park komplett voll zu puzzeln. Das hat uns wirklich gut gefallen, wie gesagt, mit maximal 3 Mitspielern. 4 und 5 finden wir so, da gibt es dann bessere. Da würden wir dann eher tatsächlich Insel der Katzen nehmen, ja, auch ein Puzzlespiel mit Tieren, in der Familienvariante nicht aufwendiger als das hier und dann aber so viel mehr drin und vor allem mehr eigene Entscheidung mehr und mehr Interaktion drin. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr alleine zu zweit oder zu dritt spielt, schaut euch das näher an, da ist es richtig gut. Thematisch müsst ihr einfach Humor mitbringen. Wir haben es bis heute nicht verstanden, dass man Gehege voll macht und wenn die voll sind, dann werden die Tierkörper in die Tierkörperbeseitigungsanlage geschickt, damit wir die Viecher in Attraktionen tauschen können? Ja, wissen wir nicht. Also wir spielen wahrscheinlich gar nicht Zoodirektoren, weil wir Zoodirektoren unterstellen, dass sie nicht nur irgendwie Kohle verdienen wollen, sondern auch irgendwie was mit Tieren am Hut haben. Und was wir hier machen, ist, wir töten Tiere, um Attraktionen zu kaufen. Thematisch schwierig. Spielerisch interessant, wenn man zu zweit oder zu dritt ist.
Das ist New York Zoo von Uwe Rosenberg, erschienen bei Fahrland. 1 bis 5 Spieler, dauert 30 bis 60 Minuten ungefähr. Und wenn ihr mehr solche Videos haben wollt oder bestimmte Videos zu bestimmten Spielen, schreibt uns das hier unter den Tisch in die Kommentare rein. Antworten wir erstens gerne drauf und zweitens lernen wir dadurch von euch, was ihr gerne sehen wollt. Und das machen wir natürlich gern. Ansonsten lasst uns ein Abo da, hier, klick. Und bis dahin, viel Spaß mit Spielen, auf bald!